bin die Nicole. Und ich bin die Caro. Wir sind aus der 6C von der Realschule Leimbach. Wir nehmen euch mit von den Kulturscouts ins Ehrmann-Engels-Museum. Ich finde es einfach ganz toll, dass unsere Schüler Kultur und kulturelle Bildung in der Region kennenlernen und auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie unterschiedlich und vielfältig das Bergische Land sein kann. Ich als Klassenlehrerin und meine Schülerinnen und Schüler, wir sind Kulturscouts, jetzt im dritten Jahr schon und nehmen mit sehr viel Freude an diesem Programm teil. Also ich bin Zeynep, ich bin auf der Gesamtschule Langefeld in der 7. Klasse und wir sind heute ins Neandertalmuseum gegangen. Das Kulturscouts-Projekt ist wirklich eine Bereicherung für unser Schulleben, weil wir zweimal im Schuljahr die Möglichkeit haben, Kulturorte der Region kennenzulernen, die wir ohne dieses Projekt möglicherweise gar nicht besuchen würden. Ja, die Kulturscouts, das sind eben, ja, eigentlich sind das ja Expertinnen, also Schülerinnen und Schüler aus den Schulen, die teilnehmen am Projekt, die zu uns ins Museum kommen. Und wir empfinden das immer so, dass die Schülerinnen und Schüler total motiviert sind, ganz viele wichtige, interessante Fragen dabei haben und auch immer gut vorbereitet zu uns kommen. Und das ist auch ein toller Dreh sozusagen an dem Projekt. Die Kinder und Jugendlichen, die jetzt die Kulturscouts-Klasse sind, sind schließlich das Publikum von morgen, von Theatern, Museen, von Konzerthäusern. Und wir müssen etwas tun, damit diese Kinder und Jugendlichen auch positiv an Kulturerlebnisse herangeführt werden. Das Besondere ist, dass man sehr viel lernt und Abenteuer hat und auch lernt, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, mit den Kulturscouts Bergisches Land arbeiten wir super gerne zusammen. Wir glauben nämlich, dass Jugendliche eine Chance haben sollten, an solche Orte, an Kulturorte geführt zu werden. Dass sich Kulturorte öffnen für die Jugendlichen, dass sie teilnehmen können, dass sie vielleicht diese Orte auch wahrnehmen als etwas, wo sie selbst was gestalten können, wo sie was zum Ausdruck bringen können. Also als Klassenlehrerin mit den Schülerinnen und Schülern so einen Ausflug zu erleben, ist natürlich immer was ganz Besonderes, gerade bei den Kulturscouts. Außerhalb von Schule mitzubekommen, wie die Schüler Freude haben an dem, was sie da Neues entdecken dürfen, erfahren, erleben dürfen, gerade bei den praktischen Sachen. Das ist natürlich als Klassenlehrerin was ganz Besonderes. Aber auch wir Lehrerinnen und Lehrer nehmen auch immer viel Wissenswertes von diesen Ausflügen mit. Das, was unsere Schülerinnen und Schüler vielleicht schon in Unterrichten theoretisch vor allem erlebt haben, konnten wir hier wirklich auch ein bisschen praktisch erfahren. Also ihr seid eingeladen, kommt vorbei. Also die Kulturscouts sind natürlich ein super Netzwerk. A, lernen wir ganz viel von den Schülerinnen und Schülern, die zu uns kommen und uns auch manchmal helfen bei Projekten, die irgendwie zielgenauer auf ihre Bedürfnisse auszurichten. Und zum anderen ist das halt ein tolles Netzwerk. Wir sind zum Beispiel mit Theatern verbunden oder mit Literaturhäusern oder mit Musikern, mit denen wir sonst nie was zu tun hätten. Das ist immer total lustig, auch wenn man mal einen Tag nicht in der Schule ist, sondern einfach mal woanders und mal aus dem Alltag so ein bisschen rauskommt. Wenn du Kulturscout sein willst, mach einfach mit. Werd Kulturscout, das lohnt sich.